Aufzeichnung wird gestartet. Du bist jetzt kurz klein geworden, einen Moment. Aufzeichnung wird gestartet. Und wir sind da. Leitner, grüß dich. Ja, hallo. Schönen guten Abend, freut mich. Ja, schön, dass wir es in diesem Lockdown doch noch geschafft haben, ein Interview auf irgendeine Art und Weise zustande zu bringen. Facebook klappte nicht, irgendwie war alles nicht kompatibel, irgendwie war es nicht verhext. Aber wir haben es ja jetzt noch geschafft und das freut mich sehr, dich heute da zu haben. Wir sind bei du, wir kennen uns auch schon länger. Und ja, es freut mich, heute mit dir zu sprechen, aber auch wenn wir uns kennen, kritische Fragen sind auch erlaubt und die werden auch kommen. Und ja, die erste Frage mal ganz einfach ist von den Bürgern für dich. Also ich habe da jetzt so viel von den Bürgern rausgeholt. Die erste Frage ist natürlich die einfachste Frage überhaupt. Wie gesagt, der erste Teil ist etwas jung und naiv. Warum gerade du oder warum gerade sie? Herr Leitner. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Freut mich auch, dass ich hier zumindest online ein bisschen Rede und Antwort stehen darf im Wesentlichen. Warum gerade ich? Ja, ich glaube, ich habe das in den letzten 6 Jahren eigentlich als Stadtrat schon recht gut vorzeigen können, was in dieser Stadt eigentlich möglich wäre. Und dementsprechend, wenn ich mir auch meine Wettbewerber anschaue, naja, so schlecht macht es der Leitner schon gar nicht. Und in dem Sinne möchte ich das auch weiterhin machen, vielleicht noch auf breiterer Basis und vielleicht auch mit etwas mehr Unterstützung, würde uns in der Umsetzung vieler Themen jedenfalls helfen. Okay, also jetzt warst du ja die letzte Periode in der Opposition. Du bist jetzt das zweite Mal, dass du antrittst. Genau. Wie war das Gefühl, jetzt oppositionell zu sein in Altshofen, in einer Gemeinde? Wie kann man sich das als Normalbürger vorstellen? Wie viel Einfluss hat man da? Naja, ich meine, kommt dann darauf an, wie die Mehrheitsverhältnisse eigentlich verteilt sind. Gell? Nachdem wir eine absolute Mehrheit haben, das heißt, die Liste für alle hatte 12 der 23 Mandate, konnte über alles bestimmen und alles auch verhindern im Wesentlichen, war es von Anfang an klar, naja, so einfach wird das wohl nicht werden. Gell? Also für die Opposition typischerweise kein leichtes Spiel, muss man sagen. Aber wenn man schaut, was uns da gelungen ist, einfach deshalb, weil wir es halt strukturiert angegangen sind, weil wir halt versucht haben, Förderthemen ganz einfach auch mitzunehmen und dementsprechend schon einmal die Finanzierung auf die Reihe zu bekommen und so weiter, haben wir eigentlich wirklich eine ganze Menge an Projekten umgesetzt. Also ich glaube, das ist einzigartig für ganz Österreich, dass eine Opposition bei einer absoluten Mehrheit diese Fülle an Projekten umsetzen konnte und kann. Glaube ich, ist einfach deshalb, bitte. Könnte einzigartig sein, glaube ich. Also ich habe jetzt keinen Vergleich da, aber ja. Warum auch nicht? Also ihr habt ja viel umgesetzt, also allein Altshofen Mobil, wo ja, es natürlich auch skeptische Fragen dazu noch geben kann. Ja. Ihr preist ja einiges an, was geschaffen wurde aus der Oppositionszeit, aber da war ja ein Schulterschluss dann da mit den anderen, weil sonst wäre das ja gar nicht möglich. Überall ist ein Schulterschluss da gewesen und letztlich war es auch die Zusammenarbeit im Gemeinderat, die das letztlich ja nur möglich gemacht hat. Gell? Weil, wie gesagt, Mehrheit konnten wir ja sonst keine aufstellen. Also es war ja immer die Zusammenarbeit notwendig und in dem Sinn auch eine Überzeugungsarbeit für die anderen Fraktionen, dass das Thema vielleicht wichtig ist. Gell? Zu Altshofen Mobil vielleicht, weil du es angesprochen hast, naja, was gab es vorher? Ein Bus, der 30 Jahre im Kreis gefahren ist, immer zur falschen Zeit und immer in die falsche Richtung. Also recht starr das Ganze und eigentlich nur einmal besetzt in der Früh mit dem Schülerwagen im Wesentlichen und dann war das Ganze halt eher eine müde Partie. Ne? Und zeitgemäß ist was anderes. Hat Altshofen Mobil nicht da Konkurrenzdenken ausgeschalten? Ich möchte jetzt explizit keinen Namen nennen, aber es gab dann ein Taxiunternehmen weniger,
Es gab auch zu gewissen Uhrzeiten weniger Fahrten, was dazu führte, dass in Altshofen Leute leider unter Einfluss von Alkohol hinter sich in der Steuer setzten, weil ab einer gewissen Uhrzeit kein Taxi mehr erreichbar war. Wird sich das in Zukunft ändern oder wird Altshofen wenigstens ausbauen oder bleibt das jetzt so mal? Also schauen wir mal. Ja, das Thema ist, Altshofen mobil auszuweiten auf verschiedene Zeiten, vor allem am Wochenende und auch Feiertagen und so weiter, Sonntagen, das auszuweiten wäre die Zielsetzung, auch wenn möglich auszuweiten in die Nachbargemeinden, wenn es möglich wäre. Bisher haben wir nur dort eher keine Mitstreiter gefunden dafür, muss ich auch sagen. Und das andere Thema, nachdem wir inzwischen ja auch eine ganz normale Ausschreibung gemacht haben und Altshofen Mobil ganz ein anderes Abrechnungsmodell geworden ist, das heißt, wir bezahlen dort einen Zeitanteil und einen Fahrtanteil in der Zwischenzeit, könnte man das auch für ein Nachttaxi verwenden und das wäre wohl die Zielsetzung für die nächste Periode. Gell? Jugendtaxi, Nachttaxi könnte man alles in diese Richtung ähnlich verwenden, weil es finanziert sich halt kein Taxi in Altshofen in der Nacht und da könnte man halt Zeiten definieren, wo wir auch die Zeiten kaufen und dementsprechend was beitragen. Also der finanzielle Polster wäre da vorhanden? Der finanzielle Polster müsste geschaffen werden, das ist klar. Altshofen Mobil ist ja auch ein Förderprojekt mit dem Bundesministerium für Verkehr. Also wird ja noch die nächsten 2 Jahre gefördert von 50%, 40%, 30% und so weiter. Und ich nehme einmal an, dass wir auch ähnliche Förderthemen für so eine Nachtjugendtaxi-Aktion finden werden und dementsprechend uns die Finanzierung erleichtern werden. Es sind keine Millionenbeträge, also das muss man auch dazu sagen. Das denke ich mal, das kann es nicht sein, aber eben, es schafft Arbeit. Es hat Arbeitsplätze auf alle Stelle geschafft. Viele sagen, es hat eben andere rausgedrängt. Das stimmt auch. Das rausgedrängt war ja nicht die Zielsetzung. Gell? Es war ja eher dann die vielleicht auch ein bisschen beleidigte Reaktion auf dieses Angebot, das es jetzt gibt und so weiter. In dieser Form war es ja nicht unbedingt jetzt Zielsetzung von Altshofen Mobil. Gell? Also der ein Taxi haben will und pünktlich wohin kommen und jetzt wohin muss, wird ja trotzdem mit dem Taxi fahren. Ne? Gut, dann machen wir mal einen weiteren Sprung zum jetzigen Wahlkampf. Also findest du die Entwicklung im derzeitigen Wahlkampf? Wer denn nun die besten Ideen der Vergangenheit hatte, beziehungsweise der Zukunft bringen wird, das ist eine Frage von einem Zuseher, Zukunft bringen wird, überholt, wäre es aus deiner Sicht, aus einer Bürgermeistersicht im Jahre 2021 nicht besser auf Kooperationen aller Fraktionen zu setzen, statt auf Monopolstellungen? Ja, Kooperationen, wie gesagt, das ist ja immer der Sinn eigentlich einer Gemeindearbeit im Gemeinderat. Es gibt ja nicht ein Monopol, sondern die Gemeinderegierung, der Vorstand ist ja immer zusammengesetzt aus allen Fraktionen. Also es ist ja immer eine Zusammenarbeit. Geht ja gar nicht anders. Gell? Was trotzdem wichtig ist oder was ich für wichtig empfinden würde, ist, dass jeder und jede Fraktion zumindest ihre Ideen einbringt. Vielleicht findet man da Schnittstellen, die wir gemeinsam dann versuchen umzusetzen, bestenfalls. Oder es gibt halt keine Schnittstellen. Naja, dann ist es ja vielleicht die Unterscheidung, warum ich jemanden wählen möchte oder auch nicht. Gell? Muss man ja auch dazu sagen. Was bleibt sonst übrig, wenn alle nur sagen, gemeinsam und sonst gar nichts? Also bleibt ja Demokratie auf der Strecke, weil der Wähler und die Wählerin hat ja nichts zum Auswählen dann. Möglicherweise die Persönlichkeit. Aber ja nicht in den letzten Jahren Monopolstellungen? Hätten wir gehabt mit einer absoluten Mehrheit, hat man natürlich eine Möglichkeit, recht vieles selbst zu beschließen, gell, muss man sagen. Ist jetzt nicht unbedingt in vielen Fällen passiert, muss ich sagen, dass die Liste für alle etwas nur mit ihrer Mehrheit beschlossen hat. Einzelne Fälle wie, ja, wissen wir eh, dieses Thema, leidige Thema Betriebskosten haben sie selber beschlossen und so weiter, gegen alle anderen. Aber sonst hat die Liste für alle ihre Mehrheit recht sparsam eingesetzt. Wo sie
Der Schulterschluss ist da im zu 90%. Der Schulterschluss ist da. Wo sie es allerdings eingesetzt hat, ist dann Budgets, wo man Geld kriegt, wie man Geld kriegt, wie die Tagesordnung zum Beispiel ausschaut. Bürgermeister stellt die Tagesordnung für den Gemeinderat und so weiter. Naja, da werden halt Anträge dann nicht behandelt. Also unsere Anträge, unsere 120, hat man dann halt auf die lange Bank gesetzt, sodass halt nichts umgesetzt wird, oder? Wenig umgesetzt wird, so war das wahrscheinlich die Erwartung, die Sie ursprünglich gehabt hatten. Okay. Bevor wir zur nächsten erwachseneren Frage kommen, sind wir wieder bei Ihrem Brief. Und man weiß ja heute, ist man mit 16 ja schon berechtigt zu wählen. Und die stellen sich wirklich Fragen, die, und es gibt, wir wissen aus der Wissenschaft, es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Die größte Antwort ist, ich weiß es nicht. Ne? Ist zum Beispiel, welchen Einfluss hat ein Bürgermeister überhaupt? Das ist wieder eine Jungnaivfrage. Naja, der Bürgermeister vom Amts wegen hat er den Einfluss, dass er die Gemeinde nach außen vertritt. Also alles, was die Gemeinde betrifft, auch alle Verträge zum Beispiel und alles, muss der Bürgermeister eigentlich unterschreiben. Und der Bürgermeister ist das Organ, das für die Gemeinde spricht. Also letzten Endes sehr wichtig. Dann hat er sehr viele Agenten, die dem Bürgermeister allein zugeschrieben werden, zum Beispiel Bauwesen, Bauagenten. Also wenn Sie einen Baubescheid brauchen, in irgendeiner Weise erstellt das der Bürgermeister, ohne je den Gemeinderat oder den Stadtrat zu informieren. Also normale Bauakten gehen nur bis zum Bürgermeister. Und was nur wichtig wäre, in meiner Meinung nach, ist, dass der Bürgermeister eine Vision hat, wo wir hinwollen und was eigentlich die längerfristigen Ziele für die Gemeindearbeit sind. Gell? So, dass die verschiedenen Themen, die verschiedenen Ressorts, die verschiedenen Fraktionen dann ihre Ideen zu diesen Themen einbringen können. Eine Vision wäre Standort sichern, Bevölkerung entsprechend, für die Bevölkerung entsprechend interessant zu sein, auch in 20 und 30 Jahren. Ich glaube, das wird unser Thema sein in Kärnten. Auch in Althofen ist es ja nicht so, dass wir unbeschränkt einfach wachsen, sondern Gegenteil, wir müssen ja immer kämpfen, dass wir genügend Leute auch quasi als unsere Bewohnerinnen nennen können. Da gibt es auch dann eine Frage, und die, glaube ich, ist direkt an dich gerichtet, weil die ist auch in Grün untermalen wollen. Ja. Steht Wachstum über Umweltschutz? Nein. Steigerung der Einwohnerzahl, Thema vom Feld, was war, dann Dachmärkte, Dachmarktzentrum und vieles mehr. Steht das über den Umweltschutz jetzt aus deiner Sicht her, oder ja, Wachstum wichtig, Umweltschutz, wie gleicht sich das aus? Nein, Wachstum steht nicht über Umweltschutz, ganz klar, auch für mich nicht. Ich bin Betriebswirt und als Logistiker auch verantwortlich für Nachhaltigkeitsthemen. Nachhaltigkeit in der Wirtschaft heißt ja, ich muss eigentlich Wirtschaft so gestalten, dass auch die zukünftigen Generationen weiter wirtschaften können und ich nicht alles jetzt verbrauche. Also auch nicht den Boden jetzt verbrauche und alles verbaue, und in irgendeiner Weise musste ich das sicherstellen. Für mich ganz klar steht nicht das Wachstum an erster Stelle, ganz klar nicht, aber das Problem ist halt, wie finanziert sich eine Gemeinde? Eigentlich die ganzen Steueraufkommen, die ganzen Ertragsanteile vom Bund gehen eigentlich über den Bevölkerungsschlüssel. Das heißt, ich muss auch ein gewisses Wachstum haben, wenn ich in Zukunft auch ein Wachstum beim Budget, beim Geld haben möchte. Und das ist immer das Thema dabei. Was wir, glaube ich, sehr gut geschafft haben, auch ich als Umweltreferent habe meinen Beitrag dazu geleistet in der letzten Periode, dass Umwelt wichtig wurde, dass Umwelt ganz einen anderen Stellenwert hat in der Stadt der Arbeit, wie es ja immer genannt wurde, Althofen im Wesentlichen, in einer Industriestadt. Und was wir auch gemeinsam definiert haben, auch mit den anderen Fraktionen, wenn es wertvolle Grundstücke gibt, die möchten wir erhalten, Naherholungsräume schaffen, die wir explizit ausweisen und dementsprechend auch dort sagen, das ist uns wichtig. Dort werden wir nicht hinbauen. Gell? Genau, dran kommen wir zu einem Punkt, das haben sehr viele Leute mir gesendet, Thema seit Jahren, schreiben viele, Hauptplatz neu. Braucht Althofen nicht eine grüne Lunge?
hat nicht jede Stadt eine grüne Lunge verdient. Und wenn es einen Hauptplatz neu gibt, wie sollte es deiner Meinung nach aussehen? Wie viel Geld wurde bereits ausgegeben? Das sind jetzt viele Fragen, ich weiß, viele Fragen. Ausgegeben für Planungen und woran scheiterte es? Ja, viele Themen. Der Hauptplatz, ja, ob der Hauptplatz jetzt die grüne Lunge sein wird oder je sein kann, das ist halt die Frage. Gell? So, man gab ja Unterschriftenaktionen und. Alles, also von alles Mögliche. Alles Mögliche. Fakt ist, dass das Thema Hauptplatz nicht nur ein Park sein kann, weil dann haben wir keinen Hauptplatz in Wirklichkeit. Das Thema Hauptplatz in Althofen halt auch die Landesstraße sein muss, die Bushaltestelle, die Verkehrsregelung, die Verkehrsberuhigung auch gegenüber von der Geschäftsseite her, dass zum Beispiel eine Schanigärten entstehen können und Aufenthaltsräume statt nur Parkplätze. Das ist halt auch das Thema Hauptplatz. Und dass wir auch einen Veranstaltungsplatz haben. Dazu auch von uns gemacht eine Ideenwerkstatt am Anfang der letzten Periode mit 1100 Ideen, wo all das eigentlich eingebracht wurde. Grün, viel Grün am Hauptplatz, viel Spielmöglichkeiten am Hauptplatz, Event- und Veranstaltungsplatz am Hauptplatz, die Öffnung des Kulturhauses am Hauptplatz und auch das Thema Licht in diese Hauptplatzplanung, Licht und Wasser in diese Hauptplatzplanung mit hineinzunehmen, um eben dann auch für die künftige Positionierung diese Stadt des Lichts-Idee, diese Idee, die wir längerfristig auch haben, entsprechend irgendwas im Ortszentrum zu haben und dementsprechend darauf hinzuweisen. Und was natürlich das Thema ist, wenn wir über unseren Hauptplatz reden, es führt ja die Landesstraße dadurch und da ist halt momentan sehr viel Verkehr. Das heißt, es braucht halt auch da eine Verkehrsberuhigung in irgendeiner Weise und das bekommen wir auch nur mit diesem Hauptplatzthema irgendwo gelöst. Macht ja keinen Sinn, dass da 10.000 Fahrzeuge im Tag mindestens da über unseren Hauptplatz donnern. Viele LKWs, die nur die Abkürzung zwischen der B317 und den anderen Straßen im Görtschitztal und so weiter oder dann auf die Autobahn nehmen und so weiter. Also da wäre das Land dann auch gefordert, wenn wir Verkehrsberuhigung haben, auch da für entsprechende Umleitungen zu sorgen. Und das wäre halt auch Aufgabe dieses gesamten Hauptplatzthemas. Planung über 30 Jahre und ich gebe allen Recht, die diese Fragen stellen. Über 30 Jahre wird es schon versucht in Althofen. Ja. Ein Dilemma. Wie hoch sind die Kosten in etwa, falls du da einen Einblick hast? Also, was glaubst du? Da waren ja, man hat immer wieder gehört, dann hat es einen neuen Architekten gegeben, dann wieder einen zweiten Architekten, einen dritten, vierten und so weiter. Wie viel es wirklich gab, ist eigentlich kaum. Ich kann es nur von der letzten Periode im Wesentlichen genau sagen, was vorher war. Hat sie mir auch nicht immer erschlossen. Letzte Periode gab es diese Ideenwerkstatt im Wesentlichen, die vom Land gefördert wurde. Also das war ja dann auch ein Ortsentwicklungskonzept, wo es bestimmte Fördergelder auch zum Beispiel für Hausbesitzer gegeben hat und da war das auch dabei. Das heißt, das hat 30.000 Euro gekostet, um diese Ideen aufzubereiten. Dann hätte man eigentlich weitermachen müssen und dementsprechend das Konzept ausarbeiten ist nicht passiert. Länge Geld. Sondern, naja, im Vergleich ist es wenig, weil 10% typischerweise von Gesamtbaukosten habe ich Planungskosten. Also das ist noch relativ wenig, gell? Muss man sagen. Ja. Dann hat man sich entschlossen, man wird einen Künstler beauftragen. Das war ein Beschluss dann der Liste für alle. Künstler Christian Bauer wollte, eine Arena schaffen da, wo alle nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Das heißt, das ist irgendwo dann auch schief gegangen, bis wir dann vor ungefähr jetzt ein bisschen mehr über vor einem Jahr alle drei Fraktionen, also die Liste für alle, Bürgermeister, der Klaus Trampitsch von der SPÖ und ich für meine Fraktion beim Land vorstellig wurden. Das Land soll uns helfen, wie wir das abwickeln können. Vom Land ist dann gekommen, es muss ein Wettbewerb stattfinden, ein Architektenwettbewerb und dieses Modell, das dann bestgereiht wird, wird auch umgesetzt und gefördert. Auch wieder mit einer Ausschreibungsverpflichtung. Ich kann ja solche großen Projekte ohne Ausschreibung gar nicht machen und für diese Ausschreibung brauche ich wieder Spezialisten an Architekten, in dem Fall, die Detailausschreibung machen.
Das gab es noch nicht, diese Ausschreibungen und dass man jetzt da einen Architektenwettbewerb, das gab es noch nicht. Es gab vor Jahren einmal einen Architektenwettbewerb. Würde das unter dir dann als Bürgermeister passieren oder nicht? Genau, die Ausschreibungsunterlagen sind fertig und wir hätten nur das Go gebraucht. Haben die anderen Fraktionen vor der Wahl nicht mehr wirklich mitgehen können oder wollen. Also jetzt erwarte ich, dass wir da nach der Wahl uns zusammensetzen und endlich vom Planen ins Gehen kommen und diese Ausschreibung machen. Gibt es aber dort Hauptplatz 6 und 7, ein Wohnhaus. Ja? Mhm. Ja. Und ich kenne dort, weil ich bin dort aufgewachsen, ich kenne dort die ganzen Nachbarn und viele, die schon lange dort sind, und die haben fürchterliche Angst. Die haben fürchterliche Angst, dass sie im Busverkehr direkt vor ihren Schlafzimmerfenster haben oder Balkon. Würde es dort noch eine grüne Oase geben, wenn es jetzt umgesetzt wird? Also ist das wirklich Pflicht? Und haben die dann Schutz, ohne dass das im Bus vorbeifährt und dir ja in der Früh ins Fenster reinseht? Ja, also der Bus wird sich ja nicht so weit hinein bewegen in den Platz. Das wollen wir ja nicht haben. Der bleibt ja draußen, also am besten, wo er ist, sagen die Architekten, weil der auch Frequenz bringt und so weiter. Also das, was die Mitbewerber jetzt sagen, die Bushaltestelle dort zum Pillar zu verlegen, ist ja alles alte Geschichte. Gab es einmal die Idee vor 20 Jahren im Wesentlichen, heute nicht mehr. Zweitens, auch im Ideenwettbewerb damals gab es ja schon die Idee einer Abgrenzung für dieses Wohnhaus, einer grünen Oase, die für das Wohnhaus auch bleibt und dann quasi einen gewissen Schutz für die Bewohnerinnen dort bietet, damit die halt nicht quasi als wie im Schaufenster leben müssen. Ganz klar, ist ja auch drinnen, auch vielleicht mit einem niedrigen Pavillon, der auch eine Abgrenzung bietet, wo es eben andere Themen wie eine Bibliothek oder eben irgendein Eisladen oder sonst irgendwas dort unterbringen könnte. Gell? Auch das ist noch offen, ist ja nichts fixiert, aber von der Möglichkeit dort relativ locker auch eine Abgrenzung zu schaffen und einen grünen Gürtel zu schaffen, das steht in der Ausschreibung und das ist die Zielsetzung. Super, das verstehe ich jetzt auch. Also jetzt geht es auch darum, es geht genau darum, die Bevölkerung mehr einzuschließen. Das ist auch eine Frage, was mir zugesendet wurde und ich finde die sehr interessant und finde sie auch fair. Sollte es aus Ihrer Sicht, sagt der Bürger, die Bevölkerung aus Althofen in Zukunft mehr in Fragen der Entwicklung unserer Stadt mit eingebunden werden? Oder würden Sie sagen, alle 5 bis 6 Jahre ist Einbindung genug? Also nur im Alltag Einbindung genug? Oder wird es mehr Einbindung unter DWL geben? Also unbedingt. Ich war ja immer der gesagt hat, ich will keine stillen Kämmerchenbeschlüsse irgendwo haben, sondern eigentlich rausgehen. Und diese Ideenwerkstatt da zu Beginn der letzten Periode war ja genau die Idee, bind mal alle Leute ein, bringen wir alle Ideen zusammen für den Hauptplatz und dann schauen wir mal, was rauskommt. Gell? Also 1100 Ideen wurden damals eingebracht. Mitsprache allgemein wäre auch dann irgendwie auch möglich. Auch Mitsprache allgemein, gell? Es gibt ja, weiß nicht, ob du es weißt oder viele unserer Zuhörerinnen wissen, es gibt diese Gemeinde-App, du bist Gemeinde, die an und für sich jetzt nur die Mängel aufnimmt, aber diese App hat auch weitere Funktionen, indem man zum Beispiel Ideen dort einbringen kann und Bürgerinnen und Bürger dann auch zustimmen können oder ihre Meinung äußern zu bestimmten Ideen und so weiter. Also es wäre sogar digital recht einfach möglich, das aufzuschalten und dementsprechend wirklich die Demokratie, Basisdemokratie live zu gestalten. Und das wäre auch mein Ziel. Wird diese App von allen Fraktionen unterstützt? Naja, diese App kommt natürlich wieder von mir, wird von allen unterstützt, ist ja jetzt Gemeindethema, ist im Umweltreferat, Umwelt und Innovation heißt das Referat, eingerichtet worden, gibt es auch in St. Veit in der Zwischenzeit und so weiter, aber eigentlich ein gutes Thema. Wenn wir jetzt schauen, wie wir da reden und digital reden und so weiter, ist das vielleicht gar nicht so weit weg, sondern alle werden das nutzen und dementsprechend auch hoffentlich ihre Ideen einbringen, ihre
Beschwerden einbringen, ihre Kommentare einbringen dort und dann kann man auch irgendwo den Willen daraus ablesen. Alles besser als nur 6 Jahre warten und dann hoffentlich wählen wir den Richtigen, weil ich weiß es ja auch nicht, macht er das dann oder macht er das nicht, das ist ja manchmal trotzdem ein Fragezeichen. Das ist es. Man sagt ja oft, vor der Wahl ist nichts nach der Wahl. Ja? Ja. Das kann man wahrscheinlich jeder nachdenken, wenn man dann in der Position ist, dass man vielleicht dann anders auch denkt in gewissen Bereichen. Vielleicht nicht in allen, aber in gewissen Bereichen. Ja. Und jetzt geht es ein bisschen persönlicher, jetzt sind wir bei Jung und Naiv ein bisschen vorbei. Jetzt geht es um dich als Person. Du bist als Kämpfer ein bisschen bekannt worden in Althofen. Und da ist mehrmals, ich muss diese Frage stellen und ich will auch explizit keine Namen mehr erwähnen, aber das Thema war Freizeitanlage. Ja, das kam ständig. Und die Frage ist einfach, was ist aus Ihrer Sicht schiefgelaufen? Wie konnte es so weit kommen? Und gibt es noch weitere Skandale, die vielleicht aufzudecken wären? Explizit bitte keinen Namen zu nennen. Und wenn es noch Ermittlungen gibt, vielleicht ist das gar nicht klug, das zu erwähnen, aber was ist da schiefgelaufen? Wie konnte es so weit kommen? In der Opposition hat man da nicht auch einen Überblick? Kann man da nicht mitschuldig sein? Die Frage ist doch relevant. Ja, die Frage ist halt, ist man schon mitschuldig, wenn es einem nicht auffällt in irgendeiner Weise? Gell? Also in dem Sinn, das ist ja immer versucht worden, den Kontrollausschuss eine gewisse Mitschuld dann auch einzuräumen, weil der Kontrollausschuss nicht richtig kontrolliert hat über Jahre hinweg. Im Wesentlichen müsste man auch dem Land Kärnten dasselbe sagen, weil die kontrollieren ja zum Beispiel Rechnungsabschlüsse, also ist das ja auch nicht aufgefallen. Gell? Ich glaube eher, systematisch ist man nicht ganz an das Thema richtig rangegangen. Gell? Also es gibt kein richtiges Kontrollinstrumentarium, so dass man wirklich sagt, na welche Verträge habe ich denn und was müsste denn eigentlich passieren, dass diese Verträge auch eingehalten werden. Und das ist eigentlich nie kontrolliert worden. Es gibt kein Kontrollsystem, gar nichts. Das heißt, wenn jetzt die Gemeinde irgendwas vergibt und das wird abgeschlossen, das wird nicht kontrolliert. Das ist richtig verstanden. Das wird nur dann kontrolliert, wenn es im Kontrollausschuss entsprechend auf die Tagesordnung kommt. Gell? Was wir jetzt gemacht haben, eben meine Fraktion aus der Opposition heraus gemacht hat, einen Prüfplan zu erstellen, dass wir eben wissen, was wollen wir denn wann über diese gesamte Periode anschauen, damit wir überhaupt wissen, läuft da alles gut, oder läuft da irgendwo schief oder können wir was lernen draus? Gell? Im Wesentlichen ist erst von uns passiert. Die anderen Fraktionen im Kontrollausschuss sitzen leider recht passiv da drinnen und manchmal sind sie sogar ein bisschen resistent, wenn es um Kontrolle geht, weil die wollen gar nicht, dass kontrolliert wird, gell? Muss man auch sagen. Ja gut, da fängt bei mir gerade das Rad an, aber das ist halt... Was noch eingeführt wurde, was es vorher nicht gegeben hat, auf unsere Initiative hin, ist die Berichterstattung des Kontrollausschusses an den Gemeinderat. Gab es vorher nicht, ist vom Gesetz her aber vorgesehen, denn wenn der Kontrollausschuss dem Gemeinderat berichtet, wird es erst öffentlich. Vorher ist es ja immer geheim. Ausschusssitzungen sind immer geheim, also kommt ja nichts an die Öffentlichkeit. Jetzt das erste Mal in dieser Periode, dass es einen Bericht geben muss an den Gemeinderat und dann ist das Thema öffentlich. Insofern war es nur jetzt möglich, das auch so quasi aufzudecken. Okay, nächste Frage, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. Also nicht mehr so, Okay, da geht es jetzt um unsere Straßen. Was für Pläne gibt es für die unzähligen desolaten Straßen unserer Stadt? Unzählig möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber einige Straßen gehören sicher hergerichtet und. Also gibt es da Pläne von DWL aus oder ist das jetzt nicht relevant in der Thematik derzeit? Doch, ich meine, ist ja kein Geheimnis. Wir sind ja schon fast ein Trauerspiel einer Gemeinde, wenn man unsere Infrastruktur anschaut. Also, Nennen, aber.
Wir hätten, ja, es ist aber so, es sind ja nicht die Straßen allein. Gell? Wenn ich über Straßen rede, dann muss ich über den Unterbau reden. Das heißt, da geht es um Kanal, da geht es um Wasser, da geht es um die Beleuchtung, also die Verkabelung im Wesentlichen, die alle, wir sehen ja, wie oft die Straßenlampen ausfallen. Das ist alles kaputt, das ist alles abgenützt. Die letzten 20 Jahre ist einfach zu wenig, viel zu wenig in diesem Bereich geschehen. Gell? Einfach viel zu wenig investiert worden. Das kann ich auch jeden Althofer bestätigen. Ich war selber bei der Gemeinde, habe gerade mal gearbeitet und es ist verblüffend, dass man Leute holen muss, die sagen, dort und da läuft eine Leitung. Das gehört einfach überholt, das ist absolut richtig. Ich glaube aber auch, dass alle Fraktionen da mit dir im Schulterschluss wären und sagen, ja, das muss gemacht werden. Was man allerdings sagen muss, gell, das wird in einer Periode, wird unser Straßensystem nicht reparierbar sein. Gell? Also wenn man sich die Beträge anschaut, die dann eine Straße kostet, inklusive der entsprechenden Infrastruktur darunter und so weiter, wie viele Straßen können wir in einer Periode richten? Sind das eine, zwei oder drei? In dieser Periode haben wir den Nachbarbergweg asphaltiert und das war es im Wesentlichen, weil dort gibt es keinen Kanal und gar nichts, war das eh noch billig. Aber sonst sind wir im Millionenbereich und da wird es dann auch für eine Gemeinde Althofen eigentlich schon eng. Das heißt, unsere Idee ist, dass wir erstens einmal einen Kassasturz machen, wenn wir jetzt nach der Wahl entsprechend uns zusammensetzen und dann mal wissen, was können wir uns leisten für die nächsten 6 Jahre und das nächste, eine Prioritätenliste Richtung Infrastruktur ausarbeiten und dann entsprechend auch nach der Prioritätenreihung die Straßen dann anfangen auch zu reparieren. Was für mich noch wichtiger ist als die Straßen, sind die Gehwege. Also dieses Trauerspiel der Gehwege, die überhaupt nicht barrierefrei sind, die mit Rollatoren oder sonst mit auch einem Kinderwagen nur mehr quasi wirklich schwierig überhaupt passierbar sind. Also das ist keine Ausrede einer Stadt, dass wir kein Geld haben. Das gehört einfach gerichtet. Dann kann man auch die Leitungen der Straßenlaternen entsprechend mitverlegen und man kann Breitband mitverlegen. Dann sind wir beim Hochleistungsinternet, das wir uns alle wünschen. Die Lichtwellenleiter, die wir da reinbringen, das kostet uns ein paar hunderttausend Euro. Da ist nur der gute Wille gefragt, dass wir das im Wesentlichen hinbringen. Und das wäre die erste Maßnahme, die ich setzen würde. Okay. Thema Ökostrom. Thema deiner Beziehung zu den chemischen Werken ist auch gekommen. Wundert mich auch, wusste das gar nicht, dass du so gute Beziehung zu chemischen Werken hast. Ökostrom, du setzt dich ja extrem für Ökostrom in Althofen ein. Wie kann man sich das darunter vorstellen? Gibt es da noch andere Ambitionen mit im Ökobereich, also grüne Ideen, die aber jetzt unter eben DWL fallen? Gibt es da noch weitere grüne Ideen oder wie sieht das jetzt aus mit dem Ökostromausbau und weitere Ideen? Ja, vielleicht beim Ökostrom, es ist vorwiegend die Photovoltaik, die wir einsetzen, also Wind oder Wasser haben wir leider nicht die Möglichkeit, muss man sagen, gell? Aber die Photovoltaik sind wir einer der Spitzenreiter, wenn man jetzt auf dem Pro-Kopf Stromerzeugung im Photovoltaikbereich in Kärnten hingeht, gell? Sind wir jetzt schon. Was ich gemacht habe, eigentlich als Umweltreferent gleich zu Beginn, die Gemeindegebäude, soweit wir sie zur Verfügung hatten, einmal mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Gell? Haben wir gemacht, ist jetzt noch in Abrundung, dass wir einige Gebäude noch kriegen, wie die Feuerwehr oder das Sportheim und den Kindergarten wird auch noch ausgestattet, wo wir über die Klima-Energie-Modellregion, die ja auch von uns initiiert wurde, arbeiten, ist die Schulen auszustatten. Das heißt, es wird auch die Bundesschulen im Wesentlichen mit entsprechenden Photovoltaikanlagen Hack und Borg und so weiter versucht. Die landwirtschaftliche Fachschule wird versucht werden und wo es schon einen Beschluss gibt, ist die neue Mittelschule und Polytechnikum. Also da gibt es ja einen Beschluss, zuständig ist der Schulgemeindeverband und dort gibt es einen Beschluss, dass das auch gemacht wird. Gell? Was in Hinkunft da noch kommen wird, es gibt ja die Möglichkeiten, Energiegemeinschaften zu bilden ab 2021, eine Richtlinie der EU muss umgesetzt werden, auch in Österreich, da wollen wir uns einbringen, da wollen wir unsere Alternativenergie einbringen und den Althofnerinnen und Althofnern billigeren Strom zur Verfügung stellen, weil die Netzgebühren für diese Energiegemeinschaften günstiger werden sollen, 2/3 günstiger als die normalen Netzgebühren und damit
einsparen in Althofen. Das heißt, unsere Pro-Kopf-Kosten pro Strom könnten sinken, könnten oder werden? Ja, könnten, wenn wir diese Energiegemeinschaften bilden und dementsprechend unseren Photovoltaikstrom dann dort zur Verfügung stellen. Okay. Okay. Was wir auch machen möchten. Ich glaube auch die von den Verhandlungen, die dann erst anstehen werden wahrscheinlich, oder? Nein, es gibt die Gesetze noch nicht in Österreich, wie das genau umgesetzt wird. In Deutschland gibt es das ja schon seit Jahren, dass Energiegemeinschaften möglich sind. Österreich ist ein bisschen spät dran, aber 2021 ist die Richtlinie umzusetzen, also die letztmögliche Möglichkeit, dass die EU das vorgibt, und das wäre auch unsere Zielsetzung dann, das zu tun. Gell? Ja. Was es noch gibt, viele grüne Ideen, die wir zum Teil über diese Klima-Energie-Modellregion einfach umsetzen, weil sie dort besser gefördert werden. Gell? Also wir sind ja in dieser Region mit 6 Gemeinden und arbeiten dort zusammen. Das geht jetzt von Grünräume einfach nutzen, Grünräume auch schaffen im Wesentlichen, auch Bäume setzen dort, Radinfrastruktur zu schaffen, bis neue Mobilität zu schaffen. Was wolltest du sagen? Entschuldigung, ich wollte ihn aber nicht so unterbrechen, das ist mir rausgekommen. Bisher wolltest du mir eher ab, als was zu schaffen, was grün ist. Bis jetzt sehe ich einen Baumschwund und grünen Schwund. Naja, ist nur der erste Eindruck. Ist nur der erste Eindruck. Fakt ist, wir haben 120 neue Bäume gesetzt. Und es kommt noch eine ganze Menge. Diese Baumbaden-Aktion war ja auch aus dem Umweltreferat heraus geboren. Das heißt, es kommen noch eine ganze Menge neue Bäume und Alleen, die wir jetzt schaffen wollen, einfach auch aus Klimaschutzgründen, weil Beschattung im Sommer gegen Überhitzung von Räumen einfach wirkt, und dementsprechend versuchen wir das dort auch umzusetzen. Auch Fridays for Future, ja oder nein? Ja. Ich glaube, das ist das wirkliche Problem, das wir für die Zukunft haben. Gell? Also die Pandemie jetzt, aber nein, das wirkliche Problem. Die Pandemie ist eine Katastrophe, die ein Ende hat. Ja. Die Welt brennt. Nur merkt es keiner. Das sehe ich genauso. Und ich finde es halt, ich habe halt persönlich, und das bin ich nicht allein, was ich so lese, persönlich nicht nur alleine wahrgenommen, dass immer mehr Grünflächen verschwinden, auch in Althofen, das was natürlich traurig ist, was ausweichen muss in einen großen Kaufmarkt, Supermarkt, dort ein Supermarkt, dort noch ein Supermarkt, noch ein Supermarkt, noch ein Supermarkt. Lass mich vielleicht da noch ein Wort. Wir warten seit 12 Jahren auf ein neues Gemeindeplanungsgesetz, das genau das verhindern soll. Das Land ist ja zuständig für die Gesetzgebung dort, wo was gewidmet werden darf. Zielsetzung ist, dass es dann einen Kern gibt, der definiert ist für jeden Ort, und in diesem Kern dürfen dann Geschäfte und Supermärkte entstehen, außerhalb nicht mehr. Und seit 12 Jahren warten wir auf diesen Beschluss beim Landtag. Leider immer noch. Solange dieser Beschluss nicht da ist, kann selbst die Gemeinde jetzt nicht sagen, na, du darfst dort nicht bauen. Wenn der das Grundstück erworben hat oder irgendwas, ist dann das Ganze schwierig. Ne? Okay, da habe ich keinen Anschluss. Das ist ja noch. Aber ich will keine Supermärkte auf der grünen Wiese mehr haben. Also das ganz sicher nicht. Sehr vielen eben, die haben Angst einfach, wenn man jetzt die Stadt St. Veit zum Beispiel ansieht, die Innenstadt ist tot. Alles hat sich nach außen verlagert in Fachmarktzentren. Ja. Also da würde es uns ein Wort geben, dass du sagst, dass, was ich kann, würde ich verhindern. Da wärst du dahinter, dass du sagst, das will ich nicht. Also mehr kommt da nicht mehr in Frage, auch wenn man jetzt an die Innenstadt denkt. Also das ist ja ein natürliches Konkurrenzverhältnis. Wenn ich jetzt außen irgendwelche Märkte schaffe und eben dort Möglichkeiten schaffe für die Leute, sich da einzumieten, ist das meistens billiger, habe ich Parkplätze und alles Mögliche als Infrastruktur geschaffen, auch mit Steuermitteln geschaffen, so, und die Infrastruktur in der Innenstadt, ne, was machen wir dort? Meistens nicht viel. Das heißt, eigentlich ist es die Zielsetzung, die Innenstadt entsprechend
entsprechend zu heben und die Innenstadt attraktiv zu gestalten. Und dann werden wir auch dort die Geschäfte wieder reinkriegen und nicht nur vor Ort. Also keine neuen Supermärkte, schon gar keine Lebensmittelmärkte oder irgendwas vor den Ort, außer das, was bis jetzt beschlossen wurde. Gibt's eine Partei, eine Gegnerpartei, ja, was jetzt gegen dich antritt, wo du sagst, mit denen würde ich sehr, sehr gerne zusammenarbeiten und wen würdest du ausschließen? Also, ich würde gar keinen ausschließen, muss ich sagen, im Wesentlichen. Zusammenarbeiten muss man auf Gemeindeebene immer. Gell? Also das habe ich früher schon versucht zu sagen. Es geht ja gar nicht anders, weil jeder Gemeinderat, jeder Stadtrat, auch in den Ausschüssen sitzen alle Fraktionen an und für sich drinnen und jeder kann dort seinen Beitrag bringen. Also jeder, der konstruktiv sich einbringen möchte, konstruktiv auch mit Themen und Ideen sich einbringen möchte und auch selbst was umsetzen möchte, ist ein potenzieller Partner und so würde ich das auch definieren. Auch der Bürger dann mit einer Geschäftsidee und sagt, ja, ich hätte eine Idee und ist die Gemeinde vielleicht hinter mir? Ja, könnte gehen. Selbstverständlich, gell? Ich meine, da wär der Ansatz, das über das Stadtmarketing zu machen. Da läuft ja ein Projekt, auch wieder von mir initiiert, als nachhaltiges Stadtmarketing, dass das Stadtmarketing da auch für Förderthemen, für Unterstützungsthemen, für Themen, die halt auch vielleicht Vermarktungsthemen sind und so weiter, entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellt und sich da auch als Spezialist erweist. Gell? Wäre genau die Zielsetzung. Jetzt hast du in letzter Zeit also ein bisschen einen Angriff gehabt und du hast ein ganz schlimmes Wort ins Netz geworfen, Wahlmanipulation oder wie soll ich sagen, Leiterhaltung für einen Gegner des jetzigen Bürgermeisters, also der jetzige Bürgermeister hätte jemand unterstützt. Wie stehst du heute dazu? War das eine Kurzschlussreaktion, wo du gesagt hast, okay, ja, das war nicht so ganz okay in diesem Moment, aber vielleicht habe ich es etwas übertrieben, oder stehst du dazu? Was du da geschrieben hast? Ich stehe dazu, manchmal muss man auch ein bisschen provozieren, um etwas zu bewegen. Ich stehe auch da dazu. Was ist der Hintergrund? Der jetzige Bürgermeister hat gesagt, er wird sich, nachdem er nicht mehr antritt, im Wahlkampf neutral verhalten. Neutral verhalten. Genau das war der Hintergrund. Es gibt keinen Bürgermeister in ganz Kärnten, der irgendeine Liste vor dem Gemeindeamt empfangen hätte. Keinen einzigen. Ist ja auch ein Verwaltungsakt dort und der Bürgermeister ist ja nicht zuständig dafür. Also ist es aus rechtlichen Gründen schon sehr, sehr auf dünnem Eis, wenn er das macht. Und dann das einseitig zu machen, ist dann auch sehr, sehr schwierig. Also können ja alle ihre Meinung bilden und einmal schauen, ob das in anderen Gemeinden auch so war. In keiner einzigen Gemeinde habe ich das gesehen und ist auch normalerweise so nicht zulässig, weil es ein reiner Verwaltungsakt ist. Insofern ist es eine gewisse Manipulation, die da versucht wurde, über dieses Bild hinaus entsprechende Wirkung zu erzielen. Manipulation finde ich etwas hart gesagt, aber ja, ich kann es etwas nachvollziehen, aber gut. Was war der Effekt, Jürgen? Nächsten Tag hat der amtierende Bürgermeister sich mit dem SPÖ-Kandidaten ablichten lassen, ist ja schon relativ neutral und ist uns ja eigentlich schon gefolgt auf diese Kritik hin. Okay. Ich habe aber auch seinen Beitrag gelesen, der war es gar nicht schlecht geschrieben. Aber wie gesagt, eben, das ist eine Meinungssache, das soll sich jeder Wähler selber aussuchen. Und ja, genau, da ist jetzt wieder eine Frage. Also wie gesagt, also das kommt wieder auf das zurück, dass du berühmt wurdest in der Gemeinde als der, ich will es jetzt nicht so erwähnen, wie es da geschrieben ist, aber der beißende Hund, den man gern mal streicheln kann, der gern auch gibt, aber wenn irgendwas schieflauft, auch gern mal beißen kann. Und dann richtig. Glaubst du, bist du manchmal zu weit gegangen in manchen Richtlinien, wo du sagst, diesen Gegner oder diesen Kollegen in der Partei, von einer anderen Partei, habe ich zu hart vielleicht angegriffen oder soll es so sein? Na, im Prinzip bin ich nicht so weit gegangen. Es kann natürlich in einer Diskussion manchmal sein, dass es auch emotional vielleicht irgendwo drüber
überschießt oder so. Das kann natürlich passieren, wird auch anderen passieren, gestattet. Ich auch allen anderen so, gell? Also ich bin ja auch nicht zimperlich, wenn es um mich geht, also ist ja auch nicht das Thema, gell? Wenn ich jetzt annehme, über wen wir reden, gell, dann wissen wir auch, wie die Person reagiert hat, gell? War ja auch nicht zimperlich, sondern im Wesentlichen so, dass er ganze Gemeinderäte, Stadträte oder Ausschüsse dominiert hat und meine Leute schon gesagt haben, sie fühlen sich von ihm bedroht. Also auch das ist ja Fakt gewesen. Das ist Fakt, okay. Ja, das ist auch Fakt gewesen. Gell? Was war noch Fakt? Auch wenn ich Leute angegriffen habe, habe ich über 1,5 Jahre versucht, dort einen Kompromiss daherzubringen und dementsprechend das ganze Thema irgendwie in der Gemeinde dann zu regeln. Das heißt, es fanden ja immer parallel auch Diskussionen statt, wie wir das Thema regeln können und ob es eine Möglichkeit gibt, dass dieses leidige Thema irgendwie vom Tisch zu bekommen, ohne jetzt groß nach außen zu gehen. Erst so, wie das... Glocke klingen, du hast jetzt deine 5 Minuten. Leg los. Deine 5 Minuten, warum man dich wegen... Warum, ja. Für was dein... Was ja, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, liebe Jugend in Althofen, freut mich sehr, dass ich... als Bürgermeisterkandidat für das Team Wolfgang Leitner hier in Althofen antreten darf. Neben den Themen, die wir vielleicht jetzt schon besprochen haben, gibt es noch eine ganze Menge an Themen und Umsetzungsthemen, die ich einbringen möchte in das ganze Geschehen, von A bis Z aufgelistet, was uns gelungen ist. Wie gesagt, aus einer Oppositionsrolle heraus gelungen ist und ich würde das einzigartig in Österreich sind. Es gibt aber auch viele Themen, die wir eingeleitet haben, wie diese Vision der Stadt des Lichts oder diese Stadtmarketing-Idee oder viele Themen, die Radwege betreffen, die uns leider, die wir noch nicht umsetzen konnten, auch deshalb, weil halt ja meistens die Finanzierung nicht klar war und wir kein Geld bekommen haben. Das mussten wir ja leider immer von der Mehrheit beschließen lassen. Also insofern konnte die Mehrheit das natürlich auch hinauszögern in diesem Sinne. Also sind viele Themen, die ich gerne in diese Richtung umsetzen möchte und einen Schwerpunkt ganz klar in Richtung Kinder, Jugend, Jugendarbeit für die nächsten Jahre in Bewegung setzen. Also für mich ist es wichtig, dieses Thema ganz zentral in den Mittelpunkt zu stellen, wenn man sich anschaut, wie die demografische Entwicklung, also die Bevölkerungsentwicklung in Althofen bis 2050 ausschauen wird, ist Althofen eine jener Gemeinden, wo es wirklich droht, dass wir am meisten verlieren. Die Vorausberechnung ist, dass wir 566 Personen verlieren werden bis 2050 und nicht dazu gewinnen, einfach deshalb, weil unsere Altersstruktur entsprechend ausschaut, wie sie ist und weil wir derzeit auch keine Alten- und Pflegeeinrichtungen in dem Sinne haben. Also wir verlieren relativ schnell unsere älteren Mitbürgerinnen dann an diese Alten- und Pflegeeinrichtungen. Dementsprechend müssen wir hier was tun, hängen uns leider ein bisschen, hängen wir vom Land ab und vom Umsetzungswillen, dass wir auch hier ein Pflegeheim bekommen oder eine Pflegeeinrichtung. Vielleicht sind Alten- und Pflegeheime nach dieser Pandemie gar nicht mehr so modern. Vielleicht braucht es andere Wohnmodelle, die es woanders auch schon gibt, für die Betreuung unserer älteren Mitbürgerinnen. Auch da möchten wir uns einbringen und dementsprechend hier für neue Akzente sorgen. Was wir noch brauchen, ist auch eine Kehrtwendung Richtung Sozialwohnungen, Jungstartwohnungen, Startwohnungen, wie immer man sie bezeichnen möchte. Die Stadt besitzt 124 eigene Wohnungen, die von der Siedlung verwaltet werden im Wesentlichen. Alles nicht mehr ganz neuwertige Wohnungen, alle nicht barrierefrei und seit Jahren passiert dort nichts. Wir schauen einfach zu, dass diese Wohnungen älter werden und vielleicht die günstige Miete noch dafür spricht. Gell? Aber da braucht es auch eine Strategie in die Zukunft, zeitgemäße Wohnungen zu schaffen, sozial leistbare Wohnungen zu schaffen und gerade für Jungfamilien, Jungstartwohnungen hier zu schaffen, die
Althofen attraktiver machen. Immer mit dem Blickwinkel, den Standort insgesamt attraktiver zu machen. Und da gehört halt auch die Umwelt dazu, wie wir es schon diskutiert haben, mit dem Althofener Moor, mit den Naherholungsräumen Lederer Bach, mit dem Lorberkogel, mit der Gurkau, mit Döscheldorf und so weiter, diese Räume da einzubinden und Althofen noch ein Stückchen attraktiver zu machen, als es heute schon ist. Mit ganz anderer Perspektive, weil die Wohnqualität dann steigt. Unser Problem ist nicht, dass wir keine Arbeitsplätze haben heute, Gott sei Dank haben wir genügend, aber dass wir viele Pendler haben, die nur ein- und auspendeln und nicht in Althofen wohnen möchten. Da braucht es Akzente, wenn ich das genau aus diesem Blickwinkel betrachte, und dafür möchten wir uns auch ganz besonders einbringen. Das wäre unser Angebot, und dafür möchte ich mir Vertrauen bieten. Sorry. Weiter. Weißt du noch, was hast? Ich glaube, das ist okay. Ja. Danke. Nächste Frage, wann siehst du das Ende dieser Pandemie? Ja, schwierig. Wird noch ein bisschen dauern, bis die Impfungen greifen im ersten Moment. Gell? Das Fragezeichen und das Damoklesschwert, das über uns hängt, ist, das Virus verändert sich ja, mutiert. Also ich hoffe, wir kommen mit den Impfungen nach, dass das Virus nicht schneller ist wie wir. Vielleicht auch mit Althofen Mobil, was direkt mit dir zu tun hat, das möchte ich noch fragen. Meine Großmutter wurde heute geimpft und ich hatte die erste Impfung, 3 Wochen hat sie die nächste. Und hätte sie mit ihren 91, wo sie sich ja eh schwer tut mit Telefonieren und Internet geht mal gar nicht, gell? Nicht meine Mutter gehabt, die was um 8 Uhr früh mit ihr runtergefahren wäre nach St. Felix, der GKK. Und das ist eine gute Frage. Gibt es Möglichkeiten von Althofen Mobil oder andere Möglichkeiten, wie man diese alten Menschen jetzt mit 91 oder 92, 95 plus teilweise sogar dorthin bringen kann, wenn sie keine Angehörigen mehr haben oder sich keiner mehr kümmert? Ja, selbstverständlich. Es gibt ja das Sozialauto immer noch in der Stadt Althofen, das genau für solche Fälle zur Verfügung steht. Einfach anrufen bei der Stadt. Und dann sagen, ich habe einen Arzttermin oder einen Impftermin dort, und das Sozialauto steht zur Verfügung und wird auch dafür eingesetzt. Wenn es jetzt dieser Impftermin kostet gar nichts, ist gratis für die Bürgerinnen, gell, im Wesentlichen. Wenn dieser Impftermin jetzt so gelegt wäre, dass wir gleich 5 oder 10 Leute aus Althofen fahren könnten, naja, dann wird es auch kein Problem sein, dass wir dann einen Bus entsprechend haben, der die Leute entsprechend nach St. Veit bringt und wieder zurück. Ich glaube, das Problem war eher dort, dass die immer einzeln die Leute haben wollten, nicht einmal Familienmitglieder sind zur gleichen Zeit, also Ehepaare zur gleichen Zeit drangekommen. Also das ist das Schwierige, auch für die Stadt das Schwierige. Aber das Angebot anrufen bei der Gemeinde, es gibt das Sozialauto und das wird auch genau dafür eingesetzt. Super, ich danke dir, und man merkt, 50 Minuten ist gar nicht. Wir hätten noch so viele Themen zu besprechen. Und genau, das reicht. Und ja, wie gesagt, du hast ja auch diese Flyer ausgeteilt. Kommt noch viel mehr im Detail, ja, ganz klar. Man kann sich informieren, ne? Ja. Man kann sich auch online informieren. Das heißt, seid jetzt das Team Wolfgang Leitner. Genau. Und ich sage, der Althofen kann mehr. Unter www.twl-althofen.at könnt ihr euch weiter informieren, und weitere Fragen könnt ihr dann auch noch in den Kommentaren stellen. Und ich denke, der Wolfi hat sicher kein Problem, diese zu beantworten. Das werde ich mich bemühen. Vielen Dank. Ich danke dir, ich danke für alles. Dankeschön. Und ja, demnächst ist es jetzt dann auch gleich online, und ich freue mich schon auf die Kommentare und auf die Frequenz, was man erreicht. Ja. Danke auch für diese Initiative, gell? Gerade in dieser Corona-Zeit ganz, ganz wichtig. Danke dir. Ja, danke für dieses Gespräch, und ich freue mich schon. Ich möchte jetzt nicht einen Blödsinn sagen, aber das nächste Interview ist mit dem Christoph Roth-Uneck, der für die FPÖ einsteht. Und dann muss ich noch schauen, wie ich die SPÖ jetzt einteilen kann. Und sonst ist am nächsten Sonntag das Gespräch mit der Liste für alle. Ja. Vielleicht da auch wieder typisch, ich war ja sofort bereit. Gell? Das ist überhaupt kein Thema. Reden kann man immer. Podiumsdiskussion, schwierig. Ja, also du bist jetzt... Haben wir jetzt nicht so...
gewisse Sachen, was du gesagt hast, werden sicher revidiert werden oder sonst was. Aber es gibt die Kommentarleiste. Nicht zu vergessen, kommentiert es, abonniert unser Spiegelbild Althofen Treibach und wir hoffen, ich und zwei, einer ist abgesprungen, zwei weitere Journalisten, die also das zum Spaß machen, wollen in einem Jahr bis zu zwei Jahren das auch in gedruckter Form rausbringen, was in Althofen so läuft. Und da wirst du mich sicher öfter noch sehen und jeder, der irgendwie dort in den Gemeinderat sitzt. Ja? Gern, ist überhaupt nichts zu befürchten. Gerne sogar. Okay, also, ciao. Schönen Abend. Ciao. Alle.